Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play mit unserem Paladin. Und wir sind wieder in der gleichen Instanz gelandet. Och Mann, ist das zum Kotzen. Na ja, komm, dann machen wir sie trotzdem. Wäre ja auch doof, wenn wir jetzt einfach rausgehen und die haben ja schon wieder keinen Tank. Dann laufen wir halt mal schnell durch die Instanz durch. Och Mann, schade aber auch. Ich dachte, wir kommen mal in eine andere. Ich wollte es ja mal so ein bisschen abwechseln, so ein paar BC-Instanzen und dann doch mal wieder hier Nordend, aber anscheinend hat es nicht geklappt. Dann gehen wir doch nächstes Mal doch nur auf Nordend-Instanzen. Aber hier kommen wir immer nur in die gleiche rein. Das ist echt nervig. Ich brauche ein Ziel. So, komm her hier. So, zack. Mal ein paar mehr, das ist schön. Zack. Probieren wir mal ein bisschen hier schneller mal durchzukommen, dass wir mal ein paar Questen vielleicht noch machen können, die einen abschließen und abgeben vielleicht noch nach der Folge. 25. So. Zack, dann gehen wir gleich mal Gas schnell auf. Bisschen Heilung für mich. So, was haben wir denn eigentlich als Heiler? Ein Schaman, ein Dunkelzwerg. Was ist er denn? Da, ein Dunkelzwerg. Gucken wir uns den mal an. Das erste Mal, dass wir einen Dunkelzwerg mit in der Gruppe haben oder allgemein ein. Sieht auch nicht aus als andere zwei, vielleicht ein kleines bisschen größer, oder? Auch nicht mal. Und dunkel ist er auch noch. Ich bin sowieso kein Fan der Dunkelzwerge. Verräterisches Pack eigentlich. So. Aber wenn ihr mehr von den Zwergen wissen wollt, also die Zwerge in WoW haben ja sowieso eine andere Geschichte. Ich meine das Zwergenbuch von Markus Heinz. Ne, genau, die Zwerge heißt das Buch. Echt gutes. Buch 4 oder 4, ne, 5 Teile müsste es mittlerweile haben, wenn nicht sogar 6. Aber sehr gut. Ich muss sie sowieso mal wieder gucken. Eigentlich sollte 2018, glaube ich, ein nächster Teil rauskommen. Da muss ich echt mal gucken, ob da schon einer wieder draus rausgekommen ist. So, und zack. Weiter geht's. Alle zusammenziehen. Boah, ich bin gestunt. Stunt hatte ich auch gleich noch. Zack. Hier kann auch schon mal mitkommen. So, da hinten kommt der Boss. Wenn wir das jetzt noch schnell schaffen, könnten wir vielleicht gleich noch den Boss pullen. Zack. Was ist noch da hinten? Da können wir die noch mal schnell holen. So, zack. Ich habe kein Ziel. So, dann heilen wir uns mal. Ach, der Boss geht schon hinten lang. Wir sind ja auch erst hier vorne, ne? Ach man. So, dann holen wir euch jetzt schnell. Ihr habt es, glaube ich, in der letzten Instanz einmal gesehen. Ich habe aus Versehen alles mit einmal gepult, der in der Mitte war. Ey, das war echt peinlich. So. Das nehme ich mit dem hier, der da auch gerade gelaufen ist. Aber jetzt holen wir uns schnell die hier. Zack. So, und dann können wir auch schon gleich den Boss pullen, das ist so schön. Oh, 4 Minuten sind wir ins Land, 6 Minuten vielleicht. Ah, vielleicht schaffen wir es schnell hier durchzuwaschen. Ich brauche ein Ziel. So, dann komm her hier. Die hatte ich keine Lust zu pullen. Hier sind auch noch welche. Die wollen wir auch nicht pullen.
Na komm, lass uns mal zurückkommen. Ja, und das reicht. Ich werde es genießen. Gut, also nicht gepult, sehr schön. Kann ihn umdrehen. Zack. So, und gehen wir mal voll Power auf ihn drauf. So, und hat er schon 50% nur noch. Schnell, heilt mich! Ach, dich heilt doch keiner, deine Heiler sind schon tot. Wachen, so, das er besiegt, sehr schön. Oh, ein Schild. So, unser Kriegswitter, zack. Weiter geht schnell. So, und da haben wir euch. Zack. So, zack, zack. Ach, komm hier. Zack, Stun und weiter geht's. Weiter geht's. Kommen die alle her? Aus welchen? Ah, keiner von uns aus dem Server. So. Zack. So. Zack, zack. Heilen wir uns mal kurz ein bisschen. So, haben wir. Zack, gucken wir uns gleich den nächsten, den stunnen wir mal. Heilen wir uns mal wieder ein bisschen. Gucken wir mal, die Patte ist gerade da rumgelaufen. Ich brauche ein Ziel. Können wir uns die nochmal so lange reinholen. So, zack, das ist sehr schön. So, machen wir uns mal ein bisschen groß, ein bisschen in Stein gestellt, dass wir nicht ganz so viel Schaden reinkriegen. Und gleich die nächsten, das ist, hat er uns schön reingekickt, muss ich sagen. So, komm, dann holen wir euch mal schnell. Zack. So, dann haben wir euch. Wo läufst du denn hin? Dann haben wir euch. Und dann gehen wir gleich in die Mitte. So. Der ist gleich besiegt, das ist gut. Wir sind schon besiegt, ah. Zack. Wo willst du denn hin? Zack. Die nehmen wir direkt mal mit. So, der ist gestunt, das reicht. So. Ich bin außer Reichweite. Zapp. Und zapp. So, und dann haben wir die und dann sind wir schon gleich beim nächsten Boss. Das ist auch schön. Das ging relativ fix und ich habe noch immer noch keinen DPS oder Schadensding drin, aber für den brauchen wir das auch nicht. Beim Leveln ist das scheißegal. So, und das ist der vorletzte Boss schon. Und der jetzt echt Minuten drin. Okay, das geht aber. Falscher Knopf. So, lass mal die Hammer ein bisschen kreiseln. So,
Komm, macht mal Schaden hier. Wir haben noch was vor. Sehr schön. Richtig. 30% noch. So. Hier. Ja, ist ein Omor der Narbenlose. Narbenlose. Naja, dann fügen wir dir gleich mal eine tiefe Narbe hinzu. Und zwar jetzt. Gleich. In 6 Sekunden. 6%. 1%. Zack, jetzt hast du noch eine Narbe. Und weiter geht's. Oh, wir sind gar nicht mehr blau, ne? Die sind gar nicht mehr blau. Was springt denn da? Ein Krieger. Eine Leerelfe. Dunkeleisenzwerg. Was ist das für eine? Mensch, Jägerin. Gut. Na komm, mit euch gehen wir gleich runter. Und zap, zap. Sehr schön, kommt mal mit. So. Du kannst auch gleich nochmal kommen. So, dann nehmen wir euch drei an gleich zusammen. Gleich vier. Zack. Ist schon wieder gestunt, ne? Lass mal die Hammer kreisen. Euch vielen Herausforderungen gestellt. Zu schade, dass alles umsonst war. Schon bald werden sich eure Völker meinem Lord beugen. Keiner wird sich deinem Lord beugen. Entschuldigung. So, zack. Da kommt ja schon der Drache. Mein Lord, so, aus der Gruppe raus. Und da haben wir die Instanz abgeschlossen. Ja, unter 15 Minuten. Dann können wir noch mal schnell die Aufgabe abschließen. Ich muss zuerst sehr schön. Anvisieren. Oh, ein Level up so. Ey, 65 sind wir mittlerweile. Sehr schön. Ah, scheiß auf den Loot. Instanzgruppe verlassen. Auf Wiedersehen, Jungs. So, jetzt werden wir gleich bestimmt angegriffen. Sag ich doch. 4 Stück brauchen wir noch, oder? Na. Ja. 2. So, das ist zu weit entfernt. Da haben wir die 2 auch. Jetzt gleich müssen wir den rufen, um die Gabi abzugeben. Oder soll doch einfach uns nur helfen? Das sehen wir gleich. Zack. Ich habe kein Ziel. Ach, da soll uns wirklich nur helfen. Genau, Wächter. So, dann wollen wir mal die Aufgabe schnell abgeben. Da fliegen wir mal kurz hin. Und dann sind wir auch schon fertig wieder für die Woche. Oh Mann, das ging aber schnell, muss ich sagen. So, dann fliegen wir mal. Wo ist er denn? Gucken wir mal, was wir als nächstes machen müssen. Ich weiß das gar nicht. Oh. Ja, fleißiger Kleiner. So, wo ist denn der Uhr? Ich werde euch anhören. Okay, keine Folgeaufgabe. Dann fliegen wir nochmal schnell zu den anderen da hinten hin. Das können wir eigentlich nochmal. Das ist ja kein Flugmond. Das ist ein Flugmond. Da können wir eigentlich nochmal schnell hinfliegen. Für nächste Woche. Dann wissen wir gleich, wo wir weiter starten. Fliegen wir mal zu den Piraten. Sprecht mit Silbermond Harry in der. Was? Haulkugeneck über den verwundeten. Okay. Ihr wisst, wo ich hin muss. Ne? Da hinten müssen wir hin. Da müssen wir auch später noch in den Berg. Da ist ein großer Bär, oder? War das ein Bär? Ja. Hier müssen wir auch die Bären töten. Auf der Insel. Aber das werden wir alle sehen in einer nächsten Folge. Ihr wisst es. So, schon wieder. Es geht relativ schnell schon wieder. 10% geschafft vom Level. Genau, dann gehen wir die Aufgabe noch ab. Und dann werden wir in der nächsten Folge sehen, wie es hier weitergeht. So. Dann landen wir mal. Ab
abgeben ist ein Zelt. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich sage euch auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche. Lasst Feedback da, Kommentare, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt. Ich bin für alles offen. Daumen nicht vergessen. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Bürger im LP. Tschüss.